Ja, willkommen zurück zu Ark Operation. Der ganze Chaos-Trupp ist wieder komplett. Die Sinde ist dabei. Der Koya. Mach schnell, da ist Basilisk. Ja gut, und der Xar und der Hippo. Und im Hintergrund moderiert sich die Kia den Wolf. Hallo. Hallo. So, los geht's. Rüber in die andere Ecke. Achtung, oh Gott. Okay. Weißt du? Ja. Ah ja. Ed pfeift. Ed pfeift. Aus dem letzten Loch. Absolut. Oh, LSD-Pilze. Pilze muss aufpassen. Genau. So, Randtablette war es. Siehst du mal, unsere Randtablette kann auch richtig was. Klausi war auch wieder tapfer. Mhm. Ja, Klausi hat ein bisschen Torpor getankt. Geht immer noch ganz gut hoch. Pass mal auf, unser Klausi. Hat's drauf. Ja, unser. Ja, da würde ich. Jetzt. Ja. 260 Torpor. Ich habe Angst, dass mir gleich mein Klausi unterm Hintern zusammenklappt, aber kriegen wir schon. Gut, ja, dann weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir eigentlich hin wollten. Hatten wir überhaupt runter. Ein Ziel? Ja, runter war halt. Immer diese Schweine. Ja, das war ein ganzes Feld voller Partypilze. Also, das darunter ist immer noch tief, logischerweise. Wir können mal hier außen rum, hier scheint es ein bisschen bergab zu gehen. Vielleicht kommen wir irgendwo an. Ja, wir sind immer noch auf Erkundungstour, wie ihr unschwer erkennt. Und was ich echt erschreckend finde, ist. Oh. Was ich echt erschreckend finde, ist, dass hier ganz, ganz wenig. Hier Weihnachtsdinos rumlaufen. Ja, wir hatten auch nicht die Dinos gekillt. Also müsste man erst aufräumen, dass das respawnen kann. Das wird nicht Nein. Ja, nee, Moment. Der Respawn ist mit dem Patch gekommen. Ein automatischer Respawn. Ach so, okay. Das wird nicht wirklich flacher. Nee, es gibt nur ein Wasser, aber das hilft uns auch nicht. Wir schauen mal so einfach weiter. Ja, ja. Gibt ja all nix. Vielleicht gibt es irgendwo eine Natur-Zipline nach unten. Oh, hi, meiner. Da ist einer. Da ist einer. Meiner. Und Vorsicht, da hinten schwingt ein Kanu rum. Euch ist der Kanu. So. Endlich wird's denn noch was, das ist ja unglaublich. Sieht aus wie ein Frosch jetzt, aber jetzt richtig. Ja, das ist richtig. Es ist ganz hässlich wie Sau, das Tier, aber es ist egal. Ach nö. Warte, ich helfe dir mal. Oh, dann habe ich schon fast weg. Alles gut. Matze? Nee, doch. Wer hatte jetzt keinen. Ich hätte jetzt ein Plätzchen auf der Schulter. Das konnte nicht sein. Das ist mal, und ich. Weil 99% ist der hier und 99,7%. Ich brauche noch einen dritten Pilz. Ja, das war wieder typisch. Ja, dann weißt du, was du zu tun hast. So. Nein. Keine Ahnung, ihr könnt ja noch Namensvorschläge machen. Ich werfe mal meinen alten ab. Ich mag den ja jemand mitnehmen. Ja, Matze, hast ja noch keinen. Du musst ihn aber abpfeifen, Koya, der folgt dir. Ups, dankeschön. Naja. So, jetzt hat ein Matze, hoffentlich. Jo. Ist er nicht schön? Nein. Wunderhübsch. Der Santa Bulb. Boah, wie der leuchtet halt auch. Sieht aus wie Kermit der Frosch. Ja, aber Kermit der Frosch irgendwie der im Atomkraftwerk war. Also bitte. Ja, und irgendwie ein bisschen. Einmal schön lächeln, bitte. Wenn ich viel zu Weihnachten hatte. Also ich hätte dann gerne einen in Rot. Ja, ich hätte auch lieber in Rot gehabt. Wenn ich es mir hätte aussuchen können, aber egal. Oh, warte mal, bleib mal genauso stehen. So? Nee, noch ein bisschen nach links drehen. Noch ein kleines Stück. Oh. Ich frage mich gerade, wer hässlicher ist von den beiden. Unglaublich, dankeschön. Bitteschön. So. Ja. Ach man, jetzt drückt immer L fürs Licht. Warum? So. Man weiß Weil es man nicht. Damit in Empyreon das Licht anmacht. Ach, bei Empyreon war das so. Genau, irgendwo war es doch so. Ist ein Weibchen. Hier ist noch ein Dodo. Wollen wir Dodo mit. Naja, der überlebt uns sowieso nicht. Das stimmt. Ja, da wird wieder nur irgendwelchen Basilisken zum Fraß vorgehauen. Oh, da unten ist einiges grün. Oh, da leuchtet's. Ja. Was seid ihr denn jetzt schon wieder? So Tendenz ein bisschen rechts. Sag mal kurz. Warum bist du nicht hinterhergekommen? Wo steckst du denn? Ich hab mich mit den Tasten verklickt.
Hier, ach, jetzt müssen rechts. Level 16 Para. Para Level 16, dann kriegen wir eh nicht nach Hause. Was liegt da? Hier liegt was Totes. Was Totes. Vulcano. Vulcano, schade. Die Trike ist auseinander. Ja, Para. Achso. Hier kommen wir zum Wasser so langsam, oder zumindest zu. Ja doch, hier sind wir jetzt gleich unten. Wasser. Mhm. Da hinten. Half. Was leuchtet da hinten noch so? Bühwürmchen. Ja. Auf dem Pilz. Ach, ein Parasaurierpilz. Ja, da stehen zwei oder drei Paras drauf. Weg da. Ja, das mit dem, die wachsen hier wie auf Bäumen oder so, funktioniert halt nicht. Das ist, die wachsen halt ja, wie auf Pilzen. Oh, Perlen. Genau. Ah, ja, die sind bei uns Wasser. Auch tonnenweise. Ja? Wasser unten, ja. Ja, damit sind wir am Wasser. Hm. Ja. Ja. Schön, ne? Werden wir doch irgendwo eine neue Basis, glaube ich, aufbauen. Es geht schneller als die Heimreise. Da vorne ist Buntes. Ah, ne, ist aber ein Fliegvieh. Ja, das ist ja. Glühwürmchen. Glühwürmchen, ja, gut, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Hier könnten Krabben aus dem Wasser springen und die sind für uns dann doch sehr schwierig. Noch ein Skorpion. Mhm. Ho, 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 ho. Da, guck, Krabben aus dem Wasser springen, apropos. Da sind sie. Hm. Ja, schade, dass man die nicht einfach so zähmen kann, die Krabben. Die würde ich ja wirklich gern machen, aber dann brauchen wir ein Para vorher. Wir können ja hier ein Para zähmen. Weil das mit der Krabbe da eben los, die hat's ja noch nicht alle. Die Chance. Das ist halt Rudel. Und weg. So, boah, wie brutal wir sind. So, ist das Para hier groß? Nö. Passt echt so zur Musik gerade. Wie die da hinten rumtanzt. Stimmt. Dancing Crab. Der ist cool. Komm wieder raus. Oh. Jetzt magst du nicht mehr. Jetzt magst du nicht mehr. Weißt du, jetzt hast du Lampenfieber bekommen bei so vielen Zuschauern. Ah, ist wieder. Er ist wieder. Und toll. Sie hätte mit diesem Tusch am Ende hätte abtauchen müssen. Ja. Ab durch die Mitte, ne? Großartig. Applaus. Und Zugabe. Und jetzt rückwärts. Ein Träumchen. Das Krabbenballett. Sauer. So, hier läuft was Rot-Grünes. Nee, oder? Doch, ein Para in Rot-Grün. Nee, das ist ein ganz normaler Rot-Grüner. Na gut. So, da haben wir noch mehr Paras. Das Para-Gebiet hier. Hm. Da ist noch eine Krabbe an Tanzen. Das ist hier das Krabbenball. Tanzenden das Seekrabben. Das ist irgendwie skurril, oder? Ja. Das ist nur geil gerade. Sauber. Das ist jetzt auch nicht Absicht, oder? Nee, ich denke nicht. Oh, hier geht eine Hülle rein, glaube ich, oder? Aber Synchronballett können sie noch nicht. Nee, da müssen wir noch ein bisschen üben. Dachte, oh, Skorpion 120, na egal. So. Ah, herrlich, geil. Oh, der Wasserfall da vorne ist toll. Da vorne ist direkt am Rand eine Krabbe, pass auf. Ja, habe ich gesehen gerade. Und da ist ein Spino. Wo? Bei der Krabbe. Der Krabbe? Ja, die ist jetzt direkt drauf fast. Beziehungsweise, oh. Ich glaube, die schmusen gerade miteinander. Ja.
Bei der Krabbe, also wir sollten erstmal alles hier wegfrühstücken, was hier uns gefährlich werden kann, wenn wir dann absteigen sollten. Koko. Weil bei der, ja, das Koko machen wir mal. Weil wenn die Krabbe kommt, müssen wir auch absteigen. Was kann der Spino? Wie groß ist der denn? Weil so ein Spino wäre schon der gut. Läuft, ja, ist also der ist, guck mal, ja, wieder ein bunter Dodo. Spino ist 28. Level 28, ach, Level, okay, 20. Dann hole ich jetzt den Spino mal bei. Lass mal den wegfrühstücken und dann können wir uns mal um Krabbe und sowas kümmern. Wobei, das macht auch das Spaß. Obwohl, ne? Ja, okay. So, ist kommt getroffen. Die Krabbe klopft auf Wasser so lang, auch im Takt. Ja. Alter, das ist wahnsinnig, wie schnell so ein Vieh weg ist. So, da jetzt hinten ist noch ein Kano. Kano? Ah ja. Der spielt mit Lödies. Ja, Dödi ist gut. Ach, guck mal, nochmal so ein blaues Rennen. Ja, ja, mit ja, rosa Tupfen. Och. Ja. Den geht hoch. Nicht L. Nee, ich mach da nicht mit, sorry. Nee, bei Dödis machen wir nicht. Ich unterstütze das nicht. Der hat uns doch gehauen. Mein blödes Tier, der wird irgendwie alle paar Sekunden hier, mein Ravager. So. Krabby the Crab ist. Krabby the Crab ist Level 12. Komm, mach mal. Sie kommt eh schon. Nee, sie hat was anderes. Nein, die spielt. Ja, sie hat gerade so gemacht, aber sie hat, ich glaube, auch nur bei der Musik gespielt. Und sie dirigiert. Das ist der Dirigent. Das heißt nicht Schwanensee, sondern Krabbensee. Der Dirigent für die anderen Krabben. Sauer. Ja, gut. Soll ich die anschließen? Wir bleiben drauf oder sollen wir das Rudel drauf schicken? Machen wir das Rudel drauf. Ich glaube, die schaffen wir auch so. Ja, ich denke auch. Steigt mal ab. Steigt mal ab. Steigt ab! Ja. Komm, was ist denn auch los in den Falls? Ich will nur gucken. Aber die greifen doch im Wasser nicht an, oder? Ah, doch. Doch, tun sie. Oh, Piranha ist ein bisschen schlecht. Ach, das kann ich auch nicht wegwusten. Hopp, tatsächlich. Ich hab's ja schon hergefunden. Nee. So, Hundis. Weißt du, das ist wie beim Apportieren. Hopsi hat gar nicht mitgemacht, der Drückeberger. Nee. Ist wie Stöckchen holen, weißt du, für die. Das hol die Krabbe. Das hat jetzt echt sowas davon gehabt. Und die losschicken und Stöckchen holen lassen. So, was haben wir denn eigentlich dabei für einen, ja, hol die für einen Krabbe. Schund dabei? Dein Keimplan hat einen Pfeil im Sattel. Oh, das ist er weg. Linde tanzt auch schon. Ja. Ja, das ist die Krabbenkrankheit steckt an. Ich hab meine Ballettschütchen-Schürchen schon angezogen. Ja, wollen wir irgendwie versuchen, zu dieser Höhle zu kommen, die man da gesehen hat? Oder zu diesem Durchgang? Ja. Das ist ja dann hier. Ja. Links rum. Ah, sieht geil aus einfach. Schaut mal da rüber. Mit Wasserfall rechts und dann dieser Bogen da. Eins. Und aus. Jetzt tanzen sie auch nicht mehr. Weißt du? Oh. Na gut, dann lauft mal vor zu der Schlucht. Ich will ja, dass ihr das auch findet. Mhm. Na klar. Du weißt ja, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Ich hab das total. Nee, es muss irgendwo links schmal reingehen. Da ist ein Basilisk. Wo? Das wo? Links von euch, hinter der Rollrad. Nee, das ist die Rollrad, ist der Rollrad ein Haufen. Nee, okay, ja. Weil die machen ja auch so dunkle Flecken. Hm. Wo sind diese schmale Schlucht? Das ist noch ein Stück, ne? Dann müssten wir. Ja, noch mehr in die irgendwann, Richtung. Irgendwann und dann links. Oh, da ist was. Roter Kano. Oder? Ist ein roter Kano, ja. Ist ein. Nee, was sind das? Doch, ist ein roter Kano. Mal schauen, was er hat. Löffel. Ah, bleib nochmal stehen. 12, super. Ja, weg damit. Da hinten ist aber noch was Rotes. Das scheint ein Fahrer zu sein. Ja, ist ein Fahrer. Ist ein Fahrer. Definitiv. Ja. Boah, der Para hat auch nur 12 oder so. Ja, dieser Para kriegen wir eh überhaupt nicht hoch. Oh, die. Was haben die hier so? Ich will ein roter Gem. Nicht ein roter Gem? Ich nehme den auf, ihr kümmert euch. 72 und 4. Okay.
Also eigentlich brauchst du gar nicht mehr als Ravagers. Musst du ganz ehrlich mal sagen. Mal ohne Witz jetzt. Das sind schon ganz schöne Killermaschinen. Also die später die Rock Drakes, überhaupt keine Frage. Aber ganz ehrlich, die stoppt doch gar nichts. Das ist richtig krass. Dampfen so hier ist Klamotten die ein, die können klettern. Ja. Genau, die dampfen ein, richtig. Also eigentlich, das sind so richtige Allrounder. Scout, die Scouting sind so gut, sie leveln auch ordentlich auf Leben. Einer ist jetzt bei 5 irgendwas. Jetzt erstmal auf Damage. Und, ja, ich hab meinen auch noch bis 5 und der Rest kommt jetzt alles auf Damage. So, hier müsste jetzt die Schlucht sein, oder? Hier nach links. Oder? Noch was anderes scheint's. Nee, ich glaube, wir müssen mehr nach rechts. Warte mal, da ist aber was. Doch, warte mal. Oh, da ist ein Iguanodon in Bunt. Sieht auch schön aus. Ja, der sieht cool aus. Nee, der sieht cool aus. Level 36, na Traum. Seid ihr noch? Wer sind das? Ja, wir sind bei dir. Oh, ich bin über eine Kiste gelaufen. Hier ist eine. Tada! Hier hinter dem Stein, wo Sinde steht. Doch, die Schlucht oder nicht? Und selbst wenn es nicht ist, ist es hier ganz interessant. Das ist ein kleiner Bach, der geht hinten über in ein Sumpfgebiet. Sinde kennt sich schon aus wie sonst was hier. Unglaublich. Mal kurz gucken. Parazer in Bund, Löffel. Löffel 16, na toll. Aber meine Mission ist erfüllt. Also ich bin glücklich, ich habe meinen bunten Balbi, obwohl hässlicher bunter Balbi. Wo seid denn ihr so? Den Fluss runter. Den Bach runter. Ach, da hinten hab's was rum. Ah, die Jannika hat das Krabbenballett geklippt. Hilfe, seht ihr Zahlen? Schön. Ja. Ja. Gut. Eine Sauerei hier, wie viel Blut. Ja, das ist das Blätter. Grüner Raptor. Ja, der ist mir ein bisschen zu grün, muss man ehrlich sagen. Hier ist noch ein Ravager, den bräuchte ich noch mal ein bisschen Hilfe. Ich häng da mal direkt im Boden fest. Hilfe! Ring ein paar Mal. Nee, geht nicht. Wo bist du denn? Ich rutsche hangabwärts und prügel mich nebenbei. Hä? So, jetzt probieren nochmal mit springen, weil du blutest, deshalb wird das vielleicht ein bisschen noch ein Buff. Warte mal, bis der Buff weg ist und spring dann ein paar Mal. Bei mir siehst du aber ganz normal aus. Ja. So, jetzt geht's? Jetzt geht's wieder. Ne, war der Buff. Ja, aber ich hing halb im Boden fest und bin den Berg runtergerutscht. Ah. Ja, kann ich mir das noch ein bisschen fliegen. Okay, passt. Alles gut. Warte mal, hier liegt eine Tasche. Sag mal, gibt's eigentlich Alphas hier? Also jetzt außer abgesehen von Alpha Basilisken, aber ich meine jetzt auch so Raptoren und so. Wäre mir zumindest bisher noch keiner begegnet. Nö, ne? So, Pferdchen. Hinten ist ja das Dino. Okay, Level. Es gibt voll schöne Ecken hier mit diesen ganzen kleinen Wasserfällen. Ah, toll. Dino ist 44. Okay, dann auch nix. Gibt echt voll schöne Ecken. Ich meine, nicht, dass unsere jetzt hässlich wäre mit diesem, ich finde das auch schön mit dem, wo wir jetzt dann halt die Plattform dran geklatscht haben. Mhm. Aber cool. Ich meine, war ja klar, dass es noch viele schöne Ecken gibt. So ist ja nicht. Jawohl, wir haben ja auch nur einen Schritt aus dem Anfängergebiet rausgegangen. So ist es. Guck mal, Weihnachtsfische. Toter Skorpion, schöner grüner. Wir können Fische fangen, ne? Das müssen wir auch mal unbedingt machen mit der Fischreuse. Ja, aber bei Curls macht das ja wenig Sinn eigentlich, oder? Die sind aber schön. Ja, okay. Ein Goldfisch. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich halt ein Auge für Ästhetik habe, gesagt. Ja, Koya tamed schön, ich weiß. Ja. Und baut symmetrisch, ja. Level egal, aber schön. Siehst du ja an dem Balbdock. Schön geht vor. Mhm. Das ist hier das Sumpfgebiet, sozusagen. Oh. Ja, das sieht ja sumpfig aus, ja. Geht aber, ist nicht so gefährlich. Ja, bis der Koya dann wieder von dem Schnappi runtergepickt wird. Hier. Hab keine Angst. Nischna Schnappi. Ups. Und wir laufen jetzt in der Tat in Richtung der Höhle? Nein.
Ah. Nee, ne? Nee, aber hier oben müsste eine sein. Unten ist doch eine Höhle. Guck mal da. Ja, das ist das der Übergang zum blauen Gebiet. Zum blauen Gebiet. Mhm. Müssen wir da schon. Ach du Scheiße, zum blauen Gebiet. Oh, Pferd im Bund. Oh, aber keine Karotten, ne? Oh. Nee, aber lernen gehen ja auch. Warte mal, was hat's denn für ein Level? Dauert halt ewig. Level 20. 20, das geht recht schnell. Nicht so nah ran, Matze, nicht so, geh weg, sonst erschreckt sich. Entschuldigung. Mann. Matze. Aber es hängt doch fest. Ja, was willst du ja beruhigen, das kannst du ja nicht zähmen, sonst. Dieser Noob. Dieser Noob. Tut mir leid, dass ich nicht jeden Tag Ark spiele. Übrigens droppen die Lilien im Sumpf Plant Species X Samen. Welche Lilien? Ja, die im Sumpf. Welche Lilien? Ja, die im Sumpf halt. Achso, die Lilien im Sumpf hier meinst du? Ja, genau, die Lilien im Sumpf. Das ist so eine Gas. Das sind keine Lilien. Hat sich beruhigt, ist drüben bei dem bunten Stego. Ja. Ich mach erstmal Bärchen. Willst du es mitnehmen? Ewig. Buntes Pferd? Ich glaube nicht, dass das überlebt. Ich glaube auch nicht, dass wir es irgendwie heimbekommen. Eben. Also nicht jetzt Leben, meine ich jetzt weniger, als im Sinne von... Ja doch, unser See ist ja im Prinzip auch unten. Also wir sind ja schon auf der Ebene, wo auch unser See ist nachher. Nee, wir haben einige Wasserpferde zwischendrin. Ja? Ja, allein bei uns vor der Basis ist einer, aber normal kommt man bei den Wasserfällen außen rum. Müssen wir halt mal. Da kommt schon das Pferd. Sollen wir mal da runter gucken? Also Pferd nicht nehmen. Nee, lass mal. Das dauert zu lange jetzt auch mit Level 20 und dann nur Bärchen. Ja, Level 20 ist nicht viel, also da könnte es mit Bärchen noch gehen. Ich hab letztens mal eins ausprobiert, ich krieg pro Major Berry 2%. Ja, was? Mhm. Das ist ja alles ein bisschen anders. Wo seid ihr denn so? Ich bin beim Pferd. Am Wasserfall. Wir sind beim Wasserfall vorne. Wasserfall? Ach, da wo es abwärts geht schon. Ja. Mhm. Ah, okay. Moment, ich nehme unterwegs noch so ein paar Trilos mit. Hier sind ganz viele. Spült dein Wasser runter? Nö. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Es gibt aber auch einen Aufgang, beziehungsweise einen normalen Abgang. Weiter rechts. Ne, wir können den Gleiter nehmen und runterkleiden. Achso, ihr habt ja keinen, ne? Nee. Gut. Ja! Da. Ja, aber ich hätte einen Fallschirm in der Tasche. Ja, Fallschirm ging es auch. Aber wenn wir dann wieder zurückkommen, weiß ich nur wirklich nicht. Oh Mann, ich hätte. Na, was ist das hier? Oh! Und tschüss. Ich falle runter. Spring ab, kurz bevor du unten bist. Oh, eine Krabbe, Hilfe. Didium. Oh nein, und ich werde geblitzdings. Geh weg, da du Drecksaal. Hilfe, hier, Hilfe. Wir jetzt alle auf Kommando kommen so ganz langsam rückwärts. So. Ich bin raus. Verdammt. Das sind die Hilftreter einen Schritt vor. Oh, nein, ich lebe noch. Wie lange noch? So, ja, wir gehen dann schon mal nach Hause, Sinde. Du kommst nach, habe ich gehört. Ja, super. Toll. Leute? Ich bin unten. Ich habe hier was gefunden, was wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Hm? Hier läuft ein Steinhorn in der Spalte. Oh, jo. Schön. Mit was denn da ist? Ich hab gerade ein anderes Problem. Put Taming Food in the last slot. Also die Wasserpilze sind es schon mal nicht. Nehmen wir an, Fleisch ist es auch nicht. Ja, okay. Versucht habe ich es trotzdem. Die normalen Pilze? Ja, die normalen Pilze. Wie cool. Ein Scheinhorn. Wow. Und dann hier auch noch reingeklemmt. Ja gut, ist egal. Die hauen den nicht ab. Ihr könnt von der anderen Seite den Stein schon mal weghauen, den ich da habe. Das wäre ganz nett. Kann man das nicht aufnehmen? Ich schon, aber ich muss ja auch wieder rauskommen. Also. Aber Achtung, es kommt dann gleich euch entgegen. Ist schön da unten, das glaube ich, Sünde.
Ich hab nur keine Ahnung, wie wir jetzt wieder an Sinde rankommen. Ja, du bist auch Sinde, du kannst doch auch eine Zipline hochspannen, oder? Du hast doch auch Zipline. Probier es. Über mehrere Ebenen vielleicht. Hast du irgendwo so kleine Vorsprünge, die irgendwo sind? Oder an Bäume oder sowas? Oh, verdammt. Oh, ist das süß. Und da hätte ich was. Warte mal. Komm schon. Oh. So, ich werfe euch mal mein Vibe. Ups. Wir wären auch schon wieder am Ende da. Ja. Dann würde ich doch mal sagen, schauen wir mal, ob in der nächsten Folge das Scheinhorn noch lebt und warte wie sind wir. Was denn? Warte mal, das Scheinhorn will ich da schon noch raushauen. Das müssen wir doch noch uns anschauen. Wir sind ja nicht so direkt fest. Das hängt immer noch fest. Doch, jetzt habe ich's. So. Oh, das ist ja zuckersüß mit dem Weihnachtshut. Oh, das ist ja herzallerliebst. Oh, Alter. Schade, dass ich schmelze. Ja, eben. Oh, was? Du hast gerade gesagt, schade, dass es nicht lange lebt. Oh, guckt ein bisschen dumm, muss ich sagen. Die Augen sind so ein bisschen... Ja, aber es passt zu dir. Oh, die sind aber süß. Die sind... Vor allem mit der Weihnachtsmütze, kann ich dir sagen. Total niedlich. Lass das Xaver aufsetzen. Mini-Rentier. Ja, ich will mal. Ja, okay, Moment. Aber ich glaube, das faltet sich nicht. Ich glaube, nur die Bulbdocks falten sich. Moment, ich falte es ab. Ja. Bulbdock, könntest du mal Licht machen, bitte? Doch, es faltet sich. Ich habe ein magersüchtiges Gesicht. Ich habe den Fettverleger auf der Schulter. Geh mal weg, Matze, und lass es ihn mal werfen, wenn es wieder aufpustet. So, ja, genau, und? Ich glaube, Reins hat auch nur so ein dummes Gesicht gehabt, weil es bei mir ja auch deformiert durch den dicken Hals. Schade, dass du das nicht zu sehen bekommst. Ah. Ja, schade, dass wir Sinde nicht mehr zu sehen bekommen. Das ist viel schlimmer. Ja, warte mal, ich bin gleich oben. Echt? Ja. Dauert noch ein bisschen, aber guck mal den Weg. So, ja, wir brauchen jetzt noch einen, der meinen grünen Balbi nimmt. Wärst du so gut, Xar? Geht so was Hässliches? So, jetzt ist das Ding abgemeldet, ne? Der wollte es die ganze Zeit haben abgemeldet. Und jetzt ist das hier abgemeldet. Daheim, der ist überhaupt nicht abgemeldet, der wird daheim schön verpaart. Also ich freue mich schon drauf, den Balbi. Aber wir sehen es dann in der nächsten Folge in der Tat wieder. Und ob Sinde dann hochkommt, werden wir dann voller Spannung sehen. So, im Stream geht es natürlich weiter. Komm, in die Scheißhunde! Welcher Hund ist es? Rufinchen. Was? Nein! Okay, glaub, Sinde ist wieder runtergefallen. Ja, bin ich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!